So, willkommen zu einem neuen Spiel, ein neues Projekt und hier ist erstmal die Sprache. Pixel Heroes Might and Magic. Das soll wahrscheinlich eine kleine Anspielung auf Might and Magic sein. Mitwirkende Optionen, gehen wir mal erstmal auf zu Optionen. Fire Cursor, Musik, Soundeffekt, Englisch, Deutsch. Einrastende Steuerung, okay. Gibt es denn auch, dass ich da das alte Steuerkreuz finden kann? Was ist freier Cursor? Weiß ich nicht. Lass es mal lieber. Erfolge mitwirkende Friedhof. Okay, neues Spiel. Unten ist so eine kleine Diskette. Das gefällt mir. Neues Spiel. Kampagne 1 schwer, brutal, irrsinnig. Okay, es gibt nur schwer. Sehr nett. Dann wollen wir mal loslegen. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Willkommen in der Taverne. Einige tapfere Helden haben sich in diesen fernen Gefilden eingefunden. Sie sind auf der Suche nach Schätzen und Ruhm. Heuere drei Helden für euer episches Abenteuer an. Okay, alles klar. Ich werde wütend. Verliere die Geduld. Braun, mein liebste Farbe. Ich bin schlau und schön. Okay. Was für ein Wurstfest. Ja, gut, jetzt können wir hier unsere Charaktere aussuchen. Kann ich die Band nehmen? Ich würde gerne Band nehmen, alle drei. Okay, also mir gefällt der da hier sofort. Der erinnert mich an den Vivi aus Final Fantasy. Als Kind hat sie sich selbst Magie zur Abwehr von Mobbern beigebracht. Int Plus. Vor kurzem aß sie eine großartige Mahlzeit. Life Plus. Sie trägt immer faule Äxte als Glücksbringer bei sich. Niemand bereitet vergammelte Kohlköpfe besser zu als sie. Wegen ihrer Kindheit verbindet sie schäbige Taverne mit Agonie. Angeblich kämpft sie in der berühmten Schlacht vom hässlichen Abwasserkanal. Auf jeden Fall. Kann ich da jetzt irgendwas hier. Ach ja, ich muss ja dem Steuer kurz unten. Kann ich da die Waffen ändern? Dunkler Mantel, Angriff von hinten. Verursacht 100 Schaden, bla bla bla. Assassinen machen es von hinten. Okay. Und hier versteck dich im Schatten und werde noch tödlicher. Ich nehme den, auf jeden Fall. Die Emerald, Himmelskind, Schurkin. Umbenennen, beende 6 Dungeons während eines Abenteuers, um dieses Future freizuschalten. Alles klar. Okay, wir heuern mal sie an, auf jeden Fall. Dann gucken wir mal, was haben wir hier? Meine Augen sind oben. Ja, sehr logisch. Die Stühle sind zu klein. Es ist ein Zwerg. Ho, hopp, zack, jong, was hat er gesagt? Das scheint hier so die holländische Variante zu sein. Sein Vorzeigezaubertricks war Kuchen verschwinden lassen. Life Plus. Er glaubt fest an das Leben nach dem Tod. Fae Plus. Er hat sich einmal an ein beinloses Schaf verliebt. Er ist stolz auf seine Sammlung von schönen Ringen. Gegen seine stinkende Schnecke liegt ein richterliches Verbot vor. Er wird von Freude. Er wird von Freude seltsam erregt. Ach so, ah, von Freude. Er wird von Freude seltsam erregt. Traumkraut legalisiert es. Du weißt schon, Junge. Alles klar. Was ist das da hier? Macht ehrlich und so ruhig wie sie. Okay, wir nehmen den auf jeden Fall. Wie heißt der? Tupac. Genial, okay. Jetzt bin ich noch nicht so ganz sicher. Entweder den Zwerg oder den Blonden hier. Also einen Magier haben wir jetzt schon zwei mehr damit. Also die auch guten Assassinen. Also Magier ist das ja nicht wirklich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich nehme den Zwerg. Wird mehr Bier bitte. Ja, ich tendiere zwischen ihnen und ich schaue mal mir den Zwerg an. Er behauptet als Kind, er könnte mit Geistern sprechen. Fai Plus. Er hat gestern in der Bibliothek übernachtet. Int Plus. Er glaubt nicht an Sterblichkeit. Er liebt saubere Tempel. Seine Lieblingsspeise sind herzhafte Schweinefilets. Er ist berühmt dafür, einen korpulenten Kuh in einem Duell besiegt zu haben. Eine korpulente Kuh. Okay, alles klar. Wer der hart wie Stein? Okay. Schlag den Gegner mit deinem Schild. Okay, das ist der Zwerg. Jetzt gucken wir mal noch ganz kurz den an.
Ach, das ist sie, Alma. Sie wurde in einer Kapelle gezeugt und geboren. Eva I plus. Sie hat vor kurzem ein schönes Buch gelesen, Int plus. Sie glaubt, Bauchschmerzen sei eine Verschwörung von beinlosen Skorpionen. Sie fühlt sich sexuell angezogen von älteren Einhörnern. Sie glaubt, dass Aliens ihre freundliche Hydra entführt haben. Angeblich war ihre Mutter eine Dompteurin von hässlichen Schweinen. Ich glaube, das ist genial. Doremi, mach alle. Doremi ist eine Anime-Figur. Doremi, oder ist das ein Zauberwort? Ich weiß es nicht ganz, aber macht die Helden sehr wütend. Okay, cool. Durchschlägt den ersten Gegner. Ich weiß nicht, ich bin fast eher auf Alma getrimmt. Aber ansonsten haben wir ja nichts. Komm, wir nehmen Alma. Die steht auf Einhörner, vielleicht hilft uns das noch irgendwann mal. So. Ja, das war's dann. Gibt's ja auch Cocktails. Braucht ihr Schutz? Oh, Schutz, das wäre natürlich nicht schlecht gewesen, aber wir bleiben jetzt mal bei der Auswahl. Dann gucken wir mal. Zunächst der Rede, wie doof. Gute Entscheidung. Okay, einverstanden. Hat es es gehört? Und da kommt ein Mann mit einem Seen-Schild, was das auch mal heißen soll. Der Harry Bert. Höre, das Ende ist nah. Gewahrt meine Worte und bereitet euch vor. Ein uralter Kult hat seinen Fuß in dieses Land gesetzt. Okay. Sie nennen sich die Söhne des Morgengrauens und beten eine Kreatur aus alter Zeit an. Sie werben überall auf der Insel um Streiter für ihre dunkle Sache. Ich fürchte, sie wollen jenes erwecken, welches lieber schlafen sollte. Ein dunkles und böses Wesen, ein Zerstörer von Welten. Verbringt eure letzten Tage weise und bewusst. Wir werden uns wieder begegnen, wenn die Zeit für eure letzte Quest gekommen ist. Okay, alles klar. Benutze L. 2 und R2, um euch zu bewegen. Sprachbuttons erscheinen unten, wenn ihr in der Nähe von Personen seid. Okay. Also, ah ja, okay. Taverne, Serina. Helft den Dörflern. Okay, seid gegrüßt, Bürger. Da gibt es ein Casino. Moment, was hat die? Serina. Die Jugend von heute. Probieren wir mal aus. Serina. Helden von damals, vergangenes Reich. Hey da Leute, ja ihr, wäret ihr bereit, einer alten Frau zu helfen? Mir liegt etwas auf der Seele. Auch ich streifte einst durch diverse Gewölbe zusammen mit meinen Gefährten, aber da war ich noch viel jünger als jetzt. Der letzte treue Gefährte, der mir blieb, war Geralt. Als wir damals dem letzten Monster gegenüberstanden, hat es ihn erwischt. Könnt ihr seine Gebeine bergen? Ich würde ihn gerne anständig bestatten. Ja, nehmen wir doch mal an, oder? Das ist sehr nett von euch. Ihr habt eine neue Quest, Helden von damals, Dungeon Vergangenes Reich. Es freut mich, dass die Helden heute wenigstens noch ein bisschen Manieren besitzen. Okay, was ist Mustachipo? Mustachio? Mustachio. Aha, ihr seid gekommen, um den mächtigsten und wunderhübschesten Mustachio zu treffen. Oi. Ihr kennt mich nicht. Ich dachte, ich hätte den Barden genug Geld bezahlt, damit sie meine heroischen Taten in die Welt verbreiten. Nun, in meiner Heimat bin ich für meine fabelhafte Treffsicherheit und Stärke bekannt. Oui. Aber ich musste die Stadt verlassen. Zu viele attraktive Frauen haben mich belagert. Und so bin ich eher hier gelandet. Es wird Zeit, dass der mächtige Mustachio wieder zuschlägt. Ihr ein Autogramm von mir? Nein, 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 kein Dank nötig. Habe ich jetzt ein Autogramm bekommen? Schauen wir mal nach. Haltet X und bewegt den linken Stick, um Items per Drag and Drop zu bewegen. Zieht die Items auf Ausrüstungsslots zurück in den Rucksack oder in den Müll. Okay. Wo ist das Autogramm? Ach, das war doch Beschiss. Wunderbar. Okay, alles klar. Ja, gut, da werden wir uns noch definitiv mehr mit beschäftigen. Da will ich jetzt aber noch nicht so stark einsteigen. Dann gucken wir mal. Das ist der Mustachio. Wer ist das denn? Der Cooper. Jonge. Die Lilly. Der mächtige Kerl. Ich bin nicht Schnucki. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Einen Moment.
Der alte Trick, mein Handy hat wieder geblödelt. Und meine Frau fragt, ob alles okay ist. So, ich habe einfach Jo geschrieben. Da wird sie sich wieder ärgern. Wieso schreibst du nur Jo? So, mal gucken. Oh, wer ist das denn? Hallo, Crafty. Ich bin nicht Schnucki. Ja, okay, hat man schon Ausrufzeug ausverkauft. Okay, kann man jetzt die Quest irgendwo beginnen? Hier bei Go nehme ich mal an. Sicher, dass ihr die Stadt verlassen wollt? Euer Reiseziel ist Vergangenes Reich. Ich würde mal sagen, los geht's. Definitiv. Los geht's. So, Vergangenes Reich. Himmelskind. Das ist ein Junge. Nee, da ist eine junge Himmelskind-Abenteurerin auf der Straße. Sie sieht ein wenig nervös aus. Seid gegrüßt. Könnt ihr mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun? Ich müsste wirklich mal dringend in die Büsche, um mich zu erleichtern. Sehr cool. Es war wohl doch keine so gute Idee, ganz alleine zu reisen. Aber jetzt gibt's für mich kein Zurück mehr. Ich brauche jemanden, der aufpasst, dass hier nichts Böses passiert, während ich. Nun ja, ihr wisst schon, was ich meine. Oh wei. Beschütze sie. Greif sie an. Lehne ab. Oh. Ich weiß nicht, was ich so recht tun soll. Ich tendiere ja stark zum Angreifen, aber wir wollen ja auch sehen, was passiert. Also beschützen wir sie. Eure Helden stehen Wache, während die Himmelskind-Abenteurer in die Büsche verschwindet. Also irgendwie liest mir hier das ein Himmelskind vor, aber es ist auch ein Himmelskind, wo wir ja gerade in der Quest sind. Eine Weile vergeht. Sie kehrt mit einem erleichterten Lächeln auf den Lippen zurück. Vielen Dank. Ich schätze, es gibt halt doch noch ein paar gute Menschen auf dieser Welt. Hier, nehmt dieses Gold. Yeah. Also ist das auch so ein bisschen Rollenspiel-Feeling gemacht. Man sieht nicht alles. Und ja, wollt ihr eine Rast machen, um euer Inventar einen zu sehen? Nee, Reise fortsetzen erstmal. So, mal gucken. Es ist schon der Baum der Viereckige. Oh. Fliegenschwarm. Die Straße wird durch einen gewaltigen Schwarm blutsaugender Fliegen blockiert. Oh. Lauft durch sie durch, lockt sie fort. Tötet sie mit Feuer, tötet sie mit Feuer. Einer eurer Helden entzündet eine Fackel und versucht, die Fliegen zu verscheuchen. Die Fliegen entfleuchen. Hurra! Nein, will ich nicht. Reise fortsetzen. Mega. So, oh, da ist ja Patrick. Roter Tentakel. Oh nein, das sind Tentakel. Ihr seht einen schleimigen roten Tentakel aus dem Boden ragen. Es sieht fast so aus, als würde er tanzen. Wir tanzen mal mit, würde ich sagen, oder? Ignoriert ihn, wäre ein bisschen blöd. Ich tanze mal mit. Die Helden fangen an zu tanzen, obwohl sie keine Tanzanimation besitzen. Ihr habt den Tackel mit eurem Tanz beschwichtigt. Er gewährt euch nun Weisheit, indem er euch an der Stirn berührt. Die Helden haben nun alle Schleim an der Stirn. Oh, gibt wieder Fett XP. Mega geil. Okay, jetzt dürfte die Reise gleich zu Ende sein. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind angekommen. Mega. So, was ist jetzt los? Jetzt bin ich im Menü. Warum bin ich jetzt im Menü? Drücke L1 für Hilfe. Machen wir mal. Ach so, das ist das. Das hat man schon. Ja, ich brauche ja nichts im Moment. Ich wüsste jetzt nicht was. Dann gehen wir mal weiter. Ja, go. Go. Dungeon, vergangenes Reich, Raum betreten. Okay, erster Raum betreten. Das sind insgesamt 8 Räume. Einer davon ist ein Bossraum. Und dann soll es mal losgehen. Ihr entdeckt eine alte Gedenkstätte. Hinter ihr befindet sich eine Schatztruhe. Aber die ruhelosen Seelen müssen besänftigt werden. Scheinbar verlangt dies nach wahrhaftig viel Glauben. Okay. Wagt ihr den Versuch? Jetzt soll ich auswählen? Einfach zerschlagen. Ich lasse es mal Tupac versuchen. Hat 80% Chance. Okay. Belohnung. Ja, yeah, oh. Ja, super geil.
geflicktes Wams des Wumms, poliertes Buch des Blutdolchs, oh, billige Axt des Schmetterns, hübsche Fell der Langeweile, oh, denkwürdiger Fluch des Bebens. Alter, merkwürdiges Gesuch der Erlösung. Ja, was denn noch alles? Glänzende Jacke der Langeweile. Gesplitterte Rüstung der Erde. Alter, das waren ja Millionen Schätze. Jetzt gucken wir mal, wer das bekommt. Das bekommt erstmal er hier was, oder? Der hat ja hier immerhin die Truhe aufgemacht. Kann ich da hier nicht auf, wie komme ich denn auf den Schmuck, bitteschön? Ich will auf den... Schauen wir mal ganz kurz. Traumkraut. Ich komme nicht auf den Schmuck. Warum komme ich denn nicht auf den Schmuck? Gucken wir mal bei L1. Drop-and-Drop-System, voriges Screen zurück, Item ausrüsten, Item wegwerfen. Nö. Und das geht auch nicht. Das weiß ich nicht. Vielleicht kann er das noch gar nicht. Vielleicht darf er gar keinen Schmuck tragen. Die hat Schmuck. Ist ja dreist. Ah, ich habe so eine Vermutung. Jetzt gucken wir mal. Live plus 4, Stärke plus 4, FA plus... Okay. Ah, okay, geht so. Man muss bloß, ja, ein bisschen nachdenken. Was hat er denn hier? Mittelmäßiges Gebet der Linderung. Heilung. Okay, das lassen wir mal. Und hier ist 42% Heilung. Hm. Das ist ja natürlich fraglich, warum der zwei Zauberbücher dabei hat. Was gibt's denn hier? Poliert Buchband des Blutdolchs. Magisch. Okay, verursacht 50% Blutschaden. 10 Heilung. 22 magisch. Also da ist noch so ein bisschen Zeug, das wo ich jetzt noch nicht so... Okay, also ziemlich lustig gemacht. Jetzt kommt dann mal sie hier. Sie hat schon irgendwie alles. Sie hat... Oh. Die Assassine hat eine Armbrust der Langeweile. 29 psychisch. Hier so ein Ding. Mal gucken. Das ist der Kurte der Mittelmäßigkeit. Plus 2 Rüstung. Da haben wir Abwehr irgendwas. 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 So ganz blicke ich noch nicht, was ich jetzt damit machen soll. Weil der hat ja immerhin 2 Schild und 0 Schild. Warum sind das 2 Schildpositionen? Das ist eine lila und eine gelbe. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Wir lassen jetzt erstmal sie noch. Und dann gehen wir auf sie. Die hat plus 3 Schild. Also wir haben auch kein besseres Schild gefunden, das wo jetzt irgendwie was bringen würde. Also was heißt Schild? Ausrüstung. Hier Abwehr gegen Pflanzen plus 50 irgendwie. 50%. Vielleicht sollte man das da mal wechseln. Oh, die Axt ist ja cool. Magisch. 31 verursacht Schild 66. Keine Ahnung. Da ist ja natürlich die Frage, was ist besser, die Axt? Billige Axt des Schmetterns und mittelmäßiger Sperle Langeweile. Ich lasse jetzt erstmal alles so. Wir haben ja ihnen jetzt schon was gegeben. Das muss jetzt erstmal reichen. Und dann gehen wir weiter. Raum betreten, Raum 2. Wir machen sie alle! Oh. Jetzt haben wir den ersten Kampf. Ich bin sehr gespannt. Wie soll das laufen? ja, Items, Skills. Das da hier ist mittelmäßiger Schütz, den Träger, bla bla bla. Unversehrt. Feng Johang. Fo Löwenmeister und hüpfender Vampir. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer Feng Shuhan ist und wer der hüpfende Vampir ist, aber gut, ich versuche jetzt mal das da hier zu drücken und greife da mal. Oops, I did it again. Okay, dann First Blood, besiege deinen ersten Gegner. Ah, ein Trophäe erhalten, sehr schön. So, au, was ist da los? Dann den Hund mit der Armbrust, zack, boom. Und ist er tot? Nein, ich werde wieder getroffen. Ah, scheiße, ich krieg ja voll den Schaden ab. Nochmal, hier, den da, dass der tot ist. Voll in die Eier. So, jetzt der nächste. Also es läuft so rundenbasierend ab. Also ganz verstanden habe ich es noch nicht, wie es läuft, aber ja. Zack, bumm. Das muss doch reichen, dem Tode nahe. Okay, sehr gut. Wo ist denn meine Leiste, wenn ich dran bin? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja, wir werden es schon herausfinden. Okay, wir haben alle besiegt. Sehr gut. Belohnung. XP. Volle Pulle. Nutzloses Gesuch der Kunst. Kalter Fetisch der Kompression. Heiltränke. So, das war's jetzt erstmal. Jetzt gucken wir mal. Wir brauchen definitiv Heilung. Ich glaube, er war dafür zuständig. Genau. Und...
Kann ich das jetzt einsetzen irgendwie? Gehen wir auf Skills. Ich weiß nicht, wie man die einsetzt. Kann ich die nicht außerhalb des Kampfes einsetzen? Habe ich noch andere Heiltränke? Nee. Was macht dieser Fetisch hier der Kompression? Immunität. Okay, Abwehr, bla bla bla. Das da macht 10 Heilung, das da macht 27 Heilung. Großer Heiltrank, kleiner Heiltrank. Ich weiß nicht, wir lassen es mal noch so, weil wir kommen bestimmt noch weiter, wo wir Tränke dringend brauchen. Oh, das sind schon die der Frosch, wie geil. Der heißt Carponi Magier. Und jetzt wissen wir auch, wer Feng Huang ist. Das ist dieser Hund da, also dieser Hundartige. Schauen wir mal, mittelmäßiges Schwert der Langeweile. Das hauen wir ihm jetzt um die Ohren. Fatzbumm. Dann gucken wir mal, können wir noch irgendwas machen gleich. Oh, 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 Almana ist gleich tot. Stopp. Jetzt müssen wir mal gucken. Durchstoßen, Kriegsschrei. Ich brauche Items. Wie komme ich jetzt an Items ran? Na gut, machen wir mal hier Heilung auf sie. Ganz dringend. Hat geklappt, sehr schön. So, oh, 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 oh. Alter Schwede. So viel Schaden. Unverschämtheit. Und jetzt kann ich ihn auch gar nicht einsetzen im Moment. Dann werden wir mal schauen, dass wir den Hund wegkriegen. Zumindest erstmal, dass der schon mal weg ist. Zack, bumm, einmal. Alter. Die hauen ganz schön rein. Was? Nein! Ich werde mich rächen! Oh nein! Nein! Alma, was soll ich tun? Status-Effekt versucht. Oh mein Gott! Ich habe Alma verloren. Das kann ja nicht wahr sein. Ich glaube, ich sollte lieber das Buch der großen Heilung nehmen. Ja, habe ich auch ausgewählt. Hallo, Tupac. Wie komme ich denn jetzt dahin? Okay, so. Verzockt dich, Junge! Oh, scheiße. Was ist denn da los? Das geht ja voll ab hier. Soll ich das schaffen? In den Rücken. Also, Luft da. Oh nein, wieder so ein Powers. Alter! Kann ich euer Ernst sein? Das ist ja mega mies. Gibt's da jetzt irgendeine Möglichkeit, dass ich hier Frieden macht, ehrlich und so ruhig wie die See? Ja, okay. Ich versuch's mal bei dem hier. Slog ihn tot! Scheiße, das hat nicht viel gebracht. Oh nein! Oh nein! Das sieht nicht gut aus. Hinter dir! Der Vogel ist weg, aber der Frosch wird uns jetzt... Oh nein! Zu spät! Das sieht sehr, sehr schlecht für uns aus. Ganz, ganz schlecht. Ja, der kann ja gar nicht angreifen, oder? Der hat ja nur Heilung. Heilt sich jetzt erstmal. In Rucke, dampen Junge! Oh, der heilt sich auch. Das ist nicht gut. Unversehrt. Was muss man hier machen? Nee. Ist sicher, dass ihr dieses Item unwiderruflich wegwerft? Nein! Uppala! Quests. Okay, vergangenes Reich. Wie schlage ich denn mit Tupac zu? Anscheinend gar nicht. Heilung. Ja, es gibt nur das Traumkraut, wo mich dann irgendwie retten könnte. Deswegen heile ich mich jetzt und das kann ich in 12 Runden, Sekunden einsetzen wieder. Gucken wir mal. Ich heile mich mal. Mir bleibt mir nichts anderes übrig. Ich bin auch zart. Was? Ja, ich kann aber immer noch nicht hier noch 9 Runden oder so. Wir heilen uns. Noch weil er da steht, aber er kann nicht angreifen. Seine einzigste Angriffstechnik ist das da hier. Und das dauert immer noch. Und heil dich. Weiß nicht, was er da tut, ob er da raucht aus seiner Riesenpfeife. Gottverdomme! Ja, immer noch warten. Heilen wir uns halt mal weiter. Wir kriegen das schon gebacken irgendwie. So, noch 3. Oh, oh, oh. Heilen. Ich glaube, der zieht echt an seiner Pfeife, oder? Alter Schwede. Was ist denn das für ein Spiel? Rustig blieben, Junge. So, Itzert. Hoffen wir mal, dass sie ihn tötet. Nein, nur 27. Das reicht ja überhaupt nicht.
Wie soll ich denn das je schaffen? Das ist ja. Help. Ach du Scheiße. Items. Items. Ich will wissen, wie ich Items nehme. Ach so, kann ich nicht. Scheiße, ey. Das sieht schlecht aus für uns. Helden, Statistiken, Helden. Vergangenheit, kommt man auch nicht, kann man auch nicht wiederbeleben. Ja, dann fällt mir im Moment auch nichts ein. Das Problem ist, der heilt sich auch, glaube ich. Ja, gut, dann nehmen wir mal Heilung. Habe ja nichts anderes, was ich tun kann. Ja, der blöde Mistkerl heilt sich wieder hoch. Genauso wie ich. Endless, never ending story. Scheiße, was mache ich denn jetzt halt? Da habe ich eine Zusammenstellung gemacht. Leute, das ist die erste Folge und es läuft super mies. Ah, schön. So liebe ich das. Der hat sich wieder voll aufgeheilt. Der dürfte wieder alles haben. Toll. Kann ich irgendwie flüchten oder so? Versuchen wir mal hier. Optionen speichern, beenden, fortsetzen, Pause. Das bringt mir alles nichts. Wenn ihr einen Kampf feststeckt, wählt ein Item aus und drückt den Knopf. Ihr könnt dann seine wegwerfen und euren nackten Faust weitergreifen. Ah, okay. Dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Die mittelmäßige Heilung muss weichen. So, wegwerfen. Und dann tun wir mit der nackten Faust kämpfen. Zack, boom. Yeah, das bringt's voll. Und zack, boom. In 5er Schritten, na toll. Zack, boom. Jetzt sind wir mit unserer Magie. Dürften wir bald einsetzen dürfen. Alter, er macht natürlich Schaden ohne Ende. Unfair. Mega unfair. So, jetzt hier. Mega Schlag. Hoffe, das reicht. Ja! Oh mein Gott! Belohnung! Alter! Damn! Gefürchtetes Schild des Gütes, Aufbau von Götzen des Feuers, Heiltränke. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit meinen Leuten los ist. Die Helden sind ein Level aufgestiegen. Ihr könnt nun Punkte auf die Attribute verteilen. Ja, hätte ich denn Helden? Ich habe ja nur noch ihn. Anscheinend sind die anderen jetzt eiskalt tot. Emerald, kann ich die nicht irgendwie wiederbeleben oder so? Okay. Ja, wir werden mal das nächste Mal schauen, wie wir das machen. Eigentlich wollte ich die Folge sehr kurz halten. Eigentlich wollte ich so im 15-Minuten-Takt arbeiten, aber ich war jetzt so drinnen. Ja gut, ist ja die erste Folge zum Reinschnuppern. Ich denke, es wird eventuell täglich kommen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es mache. Werden wir dann sehen. Ihr könnt mich dafür haten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.